Wünschen Sie sich nicht auch perfektes Wetter? Dann wählen Sie uns, die PFD. Perfektion für Deutschland. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den Jakobsthemen. Berlin. Nach dem Rücktritt Rüdiger Grubes als Bahnchef wird heiß über einen Nachfolger diskutiert. Während viele Ronald Profaller für geeignet halten, ist ein Großteil der Fahrgäste anderer Meinung. Anja Rückert ist gerade am Mannheimer Hauptbahnhof. Anja, was sagen denn die Fahrgäste zu Ronald Profaller als Bahnchef? Schon wieder kostenlose Werbung für die Bahn. Den Leuten ist doch scheißegal, wer Bahnchef ist. Hauptsache, sie haben jemanden, der das Arschloch macht. Sind wir schon auf Sendung? Anja? Anja? Ja, Jakob. Die Leute am Mannheimer Hauptbahnhof sind gespalten wie nie zuvor. Endlich sehen sie eine Möglichkeit, die Missstände bei der Bahn aufzudecken. Schön, dass hier einmal der Wähler seine Möglichkeiten erkennt. Welche Missstände sind denn das konkret? Naja, die andauernden Verspätungen, Lohndumping und dann die vier natürlichen Feinde der Bahn. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja, Anja, glaubst du denn nicht, dass es dem Bahnfahrer letzten Endes egal ist, wer Bahnchef ist? Nee, siehst du denn nicht, wie die Leute hier gespannt auf die Anzeigetafeln schauen, um dann nach 5 Minuten Verspätung auf den Bahnchef zu hetzen? Ehrlich gesagt, sehe ich nicht. Lass uns mal über die Qualifikation von Ronald Profaller reden. Profaller hat ja nach 2 Jahren Ja, von der Politik in die Wirtschaft gewechselt. Das weiß doch jeder. Ich sag dir mal was, Jakob. Ich weiß, warum es bei der Bahn scheiße läuft. Ständig unqualifiziertes Personal an der Spitze. Der Medon war von Heidedruck, der Grube war von Mercedes-Benz und Profaller von der CDU. Ist doch klar, dass hier alles den Bach runterläuft. Ich meine, das sind Qualifikationen, die ein Bahnchef benötigt. Danke, Anja, für diesen umfassenden Bericht. Berlin. Nach der Bundespräsidentenwahl vor über einer Woche hat der neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erneut eine Rede gehalten und seine bisherige Amtszeit resümiert. Er sprach von einem großen Aufschwung, den Deutschland in der vergangenen halben Woche erlebt habe. Steinmeier wird ab jetzt jeden Mittwoch einen Podcast veröffentlichen, in dem er seine Errungenschaften der Bevölkerung mitteilt. Jeder Podcast soll ungefähr eine Länge von 10 Sekunden haben. Frankfurt. Das Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt hat heute eine neue Studie vorgestellt. In dieser Studie geht es hauptsächlich um den neu entdeckten Schulz-Effekt. Aus Frankfurt ist uns gerade live zugeschaltet Frau Prof. Dr. Tanja Bückert. Sie ist Neurobiologin und hat den Schulz-Effekt entdeckt. Frau Bücker, was genau ist denn der Schulz-Effekt? Ja, Jakob, der Schulz-Effekt tritt auf, wenn ein noch relativ unbekannter Politiker in die Politik wechselt. Dann passiert im Wählerhirn nämlich Folgendes. Das Hirn schaltet in den sogenannten Neu-Modus. Und was passiert denn in diesem Neu-Modus? Ja, Jakob, das ist sehr interessant. Im Neu-Modus verwandelt sich der Wahlkortex in eine, man könnte sagen, wabernde Suppe, sobald eine Rede dem Wähler ans Ohr getragen wird. In diesem Zustand kann der Inhalt keinesfalls erfasst werden. Er wird durch das Gehirn in die Speiseröhre, durch den Darm zum Schließmuskel geleitet. So könnte man sagen, die Reden von Schulz sind für den Arsch. Aha, danke Frau Bücker. Berlin. Die jahrelange Suche hat ein Ende. Im Willy-Brandt-Haus hat die SPD heute herausgefunden, für was das S in ihrem Namen steht. So verkündete Schulz, er wolle gegen Zeitarbeit vorgehen, weiter wolle er die Agenda 2010 korrigieren. Sigmar Gabriel sagte hierzu, ich habe jahrelang gesucht, doch bei Heckler und Koch, Vattenfall und in Davos habe ich unser S nicht gefunden. Stuttgart. Wie heute bekannt wurde, wird Stuttgart 21 wohl doch 5 Jahre später fertig als geplant. Der Grund hierfür liegt in der Übernahme des Chefpostens durch Rüdiger Grube. Er war bis Anfang des Jahres Bahnchef, hatte dann aber von Stuttgart 21 ein besseres Angebot erhalten. In einem Interview mit der Zeit sagte Grube, ich will einen Job mit Zukunftsperspektive, einen Job, den man auch noch in 10, 20, 30 Jahren machen kann.
Kommen wir nun zum Sport. Im Rennen um den Großen Preis von Berlin bleibt es weiterhin spannend. Im Qualifying hat der Ferrari-Pilot Marty Schulz zum ersten Mal in seiner Karriere den ersten Platz belegt. Die Renault-Pilotin Angie Merkel belegte knapp dahinter den zweiten Platz. Der Pilot Horst Seehofer in seinem weiß-blau karierten Wagen belegte den Platz hinter Merkel. Schockminuten lieferte die neue Fahrerin vom alternativen Team. In ihrem blauen Wagen überschlug sich die Pilotin Petri und hielt sich, nachdem man ihr ihren Nachnamen gesagt hatte, für einen deutschen Schlagersänger. In der Bundesliga gibt es auch neue Ergebnisse vom 12. Spieltag. Der 1. FC Bayern München hat daheim gegen den Hamburger SV mit 1:2 verloren. Nach dem 5:0-Sieg gegen Barcelona am Wochenende zeigten die Bayern eine enttäuschende Spielleistung. Die weiteren Ergebnisse: Der erste Trump- und Sportverein Washington verlor gegen die A-Mannschaft des 1. FC Richter Washington mit 0:3 in der Nachdekretzeit. Im Spiel CSU Bayern gegen CDU Merkel steht es kurz vor der Bundestagswahl unentschieden 1:1. Sehen Sie heute Nacht in der Spätausgabe der Jakobsthemen um 0 Uhr. Ausgelaufen, Sportler fällt beim Marathon eine Flasche aus der Hand und alle Fenster geschlossen, Glaser fährt mit Computer bei Kunden auf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend.